Demir Firat Aslam, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Es war ja ein recht schneller Sieg, also ein K.O.-Schlag in den ersten Runden. Wie hast du dich da gefühlt? Wie gesagt, ich war super vorbereitet, obwohl es nur 3 Wochen waren. Ich habe mich wirklich in den 3 Wochen extrem, ich habe 7 Kilo abgenommen, ich habe mich wirklich ins Zeug gelegt und habe mich auf einen längeren Kampf eingestellt. Der Gegner war 20 Jahre jünger. Er hat gut angefangen, er war sehr aktiv die erste Minute. Ich habe nicht viele Schläge gemacht. Ich habe ihn einmal an der Schläfe getroffen, aber ich habe nicht gemerkt, dass ich so eine Wirkung dahinter hatte. Aber es ist Boxen. Ich will jetzt nichts dazu sagen. Das kann, ich habe auch schon im Spanien mal einen blöden Treffer gesehen, wo ich Sterne gesehen habe. Auch wenn ich nicht runter bin, ich habe Sterne gesehen. Das passiert im Boxen. Ich habe wohl besser getroffen, als ich selber das zu dem Zeitpunkt erwartet habe. Aber letztendlich, für mich zählt der Sieg. Ich hätte gern ein paar Runden geboxt, aber so ist Boxen. Man kann Boxen nicht planen, schon gar nicht in unserer Gewichtsklasse. Wenn da einer voll durchkommt, kann es letztendlich jeden erwischen, genauso mich, genauso jeden anderen. Ja, einfach auf die richtige Stelle getroffen und dann lag er. Wie gesagt, mein ganzes Team, das war die Schläfe. Auch ich habe das nachher kurz, haben sie mir so einen Ausschnitt gezeigt oder ein Foto. Da sehe ich, wie ich die Schläfe treffe. Ich habe das selber in dem Moment nicht wahrgenommen. Weil, wie gesagt, ich habe mich darauf eingestellt, dass ich die ersten 2 Runden ein bisschen aufpassen muss, weil er eine hohe K.O.-Quote hatte, 20 Jahre jünger. Ich habe gedacht, ich habe Zeit, ich habe die Luft für 10 Runden und ich wollte nicht überstürzen. Und dass es dann mit dem Schlag zu Ende geht. Es ist halt so, ein K.O. kann man nicht erzwingen, der kommt manchmal ganz von alleine, wo man selber denkt, was war jetzt los? Und hast du dir auch so, aber trotzdem so ein bisschen Sorgen gemacht, eben weil er 20 Jahre jünger war? Oder meinst du, du hast jetzt so viel Erfahrung, du bist ja jetzt schon sehr lange im Boxgeschäft, dass das... Nein, ich habe mir keine Sorgen gemacht. Ich habe mir eher Sorgen gemacht, dass ich nur 3 Wochen Zeit hatte und sehr viel abnehmen musste. Ich habe mir diesbezüglich natürlich, aber das war für mich Ardian Krasniqi, den Hauptkampf. Und es ist die letzte Chance, bei ihm Vorkämpfer zu sein. Weil am 1. Oktober, da habe ich den Kampf, da bin ich Hauptkämpfer, da wird Ardian mit dir auch kämpfen. Ich möchte Ardian Krasniqi, der war 3 Jahre alt, als er uns immer beim Training zugeschaut hat. Und heute ein junger, starker Mann, ungeschlagen als Profi, tolle Amateurkarriere hinter sich gelegt. Und ich möchte ihn unterstützen mit allem, was ich habe. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte die Gelegenheit nochmal nutzen, bei ihm Vorkampf zu machen, um ihn auch zu pushen. Und ich freue mich jetzt tierisch auf seinen Kampf und danke auch an Burim Soleimani, Fitnesssport, tolle Veranstaltung, alles was er gesagt hat, hat er 1:1 eingehalten, gibt es nicht oft in dieser Branche, aber ein Ehrenmann, ein Mann, Fitnesssport, Burim Soleimani, wirklich großen Respekt, großen Dank.